Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video zu Homesick. Ja, in der letzten Folge wollten wir uns ja gerade schlafen legen. Würde ich sagen, das werden wir jetzt gleich mal machen. Machen mal ein kurzes Nickerchen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das sind wir auch schon wieder in der anderen Dimension. Ich weiß nicht immer nicht, was dies ist, wie die heißt, aber ist ja scheißegal. Okay, mal kurz schauen. Wir dürfen nicht stehen bleiben, sonst hat uns die Finsternis wieder im Griff. Okay, da glaube ich. Waren wir eh überall. Da drin ist nichts. Okay, von da sind wir gekommen das letzte Mal. Wollen wir mal gucken, was wir jetzt so erledigen müssen. Wir haben nur eine Axt, okay. Alles klar. Wow, fuck. Nicht stehen bleiben. Wir dürfen nicht stehen bleiben und ich weiß nicht warum. Warte mal, müssen wir vielleicht ganz zurück. Ganz zurück und irgendwas aufschlagen. Befürchte ich mal. Okay, mir scheint so, als habe ich irgendwas vergessen. Irgendwo ein Licht anzuschalten oder keine Ahnung. Ist nichts. Okay, ich glaube, ich habe da irgendwo was komplett verpeilt. Lief der Hail und. Lass das. Da drin ist auch nichts. Ja. Die Frage der Fragen ist jetzt nur, was müssen wir machen? Wo müssen wir reindreschen? Ich würde sagen, ich lasse mich mal kurz da von dem schwarzen Scheiß da fassen. Okay, jetzt sind wir wieder hier. So, mal kurz was. Mal kurz schauen. Irgendwas ist da nicht ganz korrekt. Das ist da. Das ist da und da hinten. Da war vorhin die Tür auch offen, oder? Ja, das war das. Kannst du ein bisschen schneller gehen? Okay, wir müssen scheinbar da das Licht anschalten, aber wie? Aber wie? Kreise Steckdose. Da ist Licht. Wir müssen, ja, halt die Klappe, wir gehen jetzt nicht schlafen, irgendwie. Ne, warte mal, da sind wir doch falsch, das war der andere Weg, ja. Da rechts. Mal müsste es da rechts weitergehen, aber, da ist der Lichtschalter, geil. Vielleicht mal den anschalten. Genau, da können wir jetzt nicht weiter, aber jetzt ist das Licht angeschaltet. Und das heißt, wir versuchen es nochmal, meine Lieben. So, leg dich hin, schlaf dich aus und bekomm keinen Graus. Okay, der war schlecht, sorry. So, wir sind da, Licht ist an, geil. Jetzt geht's weiter, Freunde, jetzt geht's weiter. Allee. Meine Fresse da, ja. Ne, warte mal. Fuck. Haben wir das jetzt? Das war schon wieder. Das war schon wieder scheicht. Das war schon wieder scheiße von mir.
Irgendwie müssen wir da vorne dann das Licht anschalten. Warte mal. Wir müssen darüber nochmal. Wir müssen nochmal darüber. Es hilft nichts, Leute. Es hilft nichts. Wir müssen da rein. Das heißt, wir müssen jetzt. Da runter wahrscheinlich. So, mal kurz schauen. Wir müssen da alle Lichtschalter anmachen. Ja, der liebe Black steht mal wieder auf dem Holzfuß. Tut mir echt leid, aber. Da rein müssen wir. Aber das Licht scheint das da rein, ja. Ich vermute, ich hoffe. Können wir mal jetzt da noch anschalten? Gleich an. Dann kommen wir in die Tür. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, versuchen wir gleich nochmal. Das versuchen wir gleich nochmal. Ja, Licht, halt die Fresse. Boah. Okay, schlafen gehen. So, jetzt aber. Alle guten Dinge sind drei, also von daher müsste es jetzt normalerweise klappen. Hoffe ich zumindest. Drück mir die Daumen. Okay, wir sind wieder da und das Licht brennt. Das Licht da vorne brennt auch. Also, da ist er. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Da rein wollen wir wahrscheinlich nicht kommen, ne, oder? Ich traue mich nicht. Nein, ich traue mich nicht. Wir gehen mal hier durch, geht hier durch. Das ist eh Licht. Boah! Das Teil! Okay, wir haben scheinbar irgendwas geschafft. Ja, okay, wir haben die Tür offen. Scheinbar müssen wir noch nicht in den Keller oder was das sein soll. Und das ist auf einmal so beunruhigend ruhig. Okay, darum geht noch. Ah, jetzt die Musik. Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich hätte das Spiel kaputt gemacht, oder? Okay, dann schauen wir uns hier mal kurz um. Wir haben mal ganz alte. Kann man was machen? Okay, da kann man drehen. Okay. Für was können wir hier drehen? Das wäre jetzt die nächste geile Frage. Ja, haben wir scheinbar ein. Ja, da ist ein Bett. Okay, da haben wir auch irgendwas. Leitungen. Wir müssen vielleicht irgendwas mit den, Heizgeräten machen, oder? Okay, was haben wir da vorne? Da ist. Okay, da scheint kein Licht durch. Okay, jetzt haben wir den Keller offen, geil. Okay, da geht's. Das ist die Tür von oben, geil, okay. Das heißt, wir müssen jetzt rein, theoretisch. Wir müssen da rein, oder? Okay, so liegen wir hier überall weiter. Hat man auch vergessen, was fertig zu bauen? Okay. Tonhalle, schön. Da ist noch eine Tür, was geht da? Die geht nicht auf. Ja, das. Die einzige Frage, die sich mir jetzt nur stellt, für was sind die Rädchen da? Und wie funktioniert dieses Rätsel? Hat man nach links ist auf, oder? Ich werde jetzt einfach mal schlafen gehen und dann werden wir sehen, was wir machen müssen. Haben die irgendwas mit dem Licht zu tun, ey? Ja. Ja, das werden wir gleich sehen, das. Tja, schlaf gut, mein Freund. Okay, er kann sich nicht hinlegen, weil. Okay. Ah!
glaube, ich verstehe, was der junge Kerl will. Hinten sieht es nirgends blumen, oder? Nein, blumen sind keine Ordnung. Ich drehe jetzt einfach mal alles auf. Oder da zu kalt und will ich schlafen, deswegen, keine Ahnung. Was der für ein Shit hat. Okay, links normal müsst ihr auf sein. Aber die Musik ist auch relativ geil entspannend. Könnte ich gleich drauf ab. Ja. Okay, das machen wir jetzt wieder auf. Das machen wir auf. Ich glaube, das davon habe ich zugedreht, oder? Jetzt ist offen. Müssen jetzt alle gewesen sein, oder? Aber sind nirgends Blumen? Müssen wir ein bisschen schlafen, der Typ? Der kann auch ohne Blumen schlafen, oder? Okay, da sind zwei Rädchen. Okay, was machst du jetzt? Das zu, oder? Ah! Geil, Scheiße, Mann! Wo kommen jetzt auf einmal die Blumen her? Ja klar, sie wachsen einfach durch den Boden, genau. Ja, das machen Blumen einfach so. Sie wachsen durch die Turnhalle. Oder durch den Boden an der Turnhalle. Geil, ja. Oder Baum, der ist schön. Der gefällt mir gut. Mit seinem gelb-grünen Schimmer. Jetzt ist er weiß. Geil. Okay, dann würde ich sagen, wir können jetzt schlafen gehen, ja. Unser Kumpel ist wieder müde, dann legen wir uns mal hin. So. Good night, my friend. Good night. Sweet dreams. Okay, scheiße. Was findest du? Vielleicht nicht besser. Das ist nicht gut. Das ist gut, da können wir eigentlich weiter. Aber vorne geht es nicht weiter, oder? Ah, super. Das war jetzt aber nicht zu schwierig. Das war jetzt aber ein Kinderspiel, oder? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach zu klug dafür. Ha, nee, Spaß. Das war jetzt irgendwie nur Zufall wahrscheinlich oder Glück. Mehr Glück als Verstand. Okay, dann bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier bei dem Klavier erwartet. Und für was wir die Tür aufmachen sollten oder gemacht haben. Ich weiß ja nicht, vielleicht bringt uns das was oder auch nicht. Geil. Etwas mal schnell etwas im Klavier spielen. Ja, Licht, geh weg. War das Klavier komplett verstimmt? War das da oben, warte mal. Nee, da. Ja. Okay. Eigentlich kann ich Klavier spielen, aber bei so einem Klavier kann ich nicht spielen, das ist komplett verstimmt. Das ist ja mal komplett verstimmt. Was haben wir hier? Licht ist an. Okay, nice. Was haben wir da für komische Zeichen auf den Bücherregalen? Kann man irgendwas an? Nee, natürlich kann man da nichts angreifen, auch das. Ja, aber auf Lesen kann man nichts. Ja, schön, ich würde das gerne entziffern können, aber es geht leider nicht. Das sagt schon gut, was geht. Aber bringt uns nicht viel, das ist auch ein Buch. Ja, kann es nicht. Aber noch ein Buchstreifen. Ich kann da nichts lesen von anderen.
die Zeit nicht, ja. Das? Ein Spielstein. Mit komischen Zeichen, okay. Braucht man vielleicht später, ich habe keine Ahnung. Oder braucht man gar nicht, ich weiß nicht, aber ich vermute mal, dass man ihn braucht. Genau, beim Klavier kann man eh nichts machen. Ja, die Sonne. Lass mich zum Lift bitte, danke. Sei doch so nett. Da tut sich auch nichts, verdammt. Dann gehen wir eins weiter. Was haben wir denn hier? Einen Sicherungskasten, wie geil. Okay, der führt da raus, wohin dann? Den Verteiler, okay, geil. Was muss ich jetzt machen? What the fuck? Der Baum braucht schon, oder? Leute. Hä? War das nicht das Anfangsgebet? War der Anfangsankurs? Was? Hühner, Apfel, Auto, Blume und? What the fuck? Weiß ja nicht. Ich sehe nichts, I don't see anything. Fuck. Okay, warte mal, wir sollten uns vielleicht das mal notieren kurz. Ich sollte mir das vielleicht mal kurz notieren, mein Leben. Ich weiß ja nicht, was man die Zeichen fragen. Okay, warte mal. Oh, komm mal her da. Schlaues Büchlein. Okay, Apfel. War das komische Ohr oder die Biene? War der Kreis und der volle Kreis? Auto? Heute war das L. Punkt. War das beschissene Zeichen mit dem Strich oben. Und Blume. Okay, wer schreit da vor meiner Tür? Muss ich gleich rausgehen und den umbringen. Okay, Blume. Okay. Die sind alle so beschissene Zeichen. Apfel. Nee, warte mal, das kann euch nicht. Warte mal kurz. Hey, irgendwie gibt das gar keinen Sinn, oder? Verdammte Scheiße. Das ergibt gar keinen Sinn, Leute. Das ergibt gar keinen Sinn. Was haben wir da? Das Zeichen kenne ich, haben wir noch nicht. Das ist wieder so ein Klötzchen. Fuck it. PDF, Junge. Okay, wir haben die zweite Hälfte gefunden, oder? Nice. Mutter oder Vater und sein Sohn, Kind. Wieder so. Ah! Lol. Ja. Okay, warte mal. Ich glaube, ich hab's gerade geschnallt. Die Frage ist nur, wenn das A sein soll, Apfel und Auto A.
Ja, ist das das Zeichen, oder? Ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz weiter. Vielleicht finden wir noch mehr Sachen. Nee, wisst ihr, was ich mache? Ich habe jetzt eine Idee. Weil wir heute einfach schon genug Rätsel lösen mussten. Warte, da steige ich noch kurz rein. Vorspielen kann man nicht betätigen. Noch nichts. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen. Ob wir das jetzt in der nächsten Folge lösen können oder nicht, erfahrt leider in dieser nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir Like, schreibt es in die Kommentare, abonniert meinen Kanal und drückt auf die Glocke, wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt. Ihr könnt mir auch mal reinschreiben, ob ihr irgendwelche Spielwünsche habt oder irgendwelche Fragen oder so. Würde ich mal gerne wissen, vielleicht hat irgendjemand eine Frage, die man mal in einem Video beantworten kann. Und ja, da würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke und ciao!